Franz Schüssele ist bei uns aus Friesenheim. Herzlich willkommen, Herr Schüssele. Und eigentlich sind Sie ja kein Alphornbläser, sondern ein Hirtenhornbläser. Denn das ist ein Hirtenhorn, was Sie hier haben. Und was ist jetzt da der Unterschied zwischen Hirtenhorn und Alphorn? Ja, Alphornbläser bin ich zwar auch, aber das ist das Hirtenhorn. Das ist nicht etwa ein junges Alphorn, was erst noch wachsen muss, sondern ein sehr altes Alphorn. Der Vater, könnte man sagen, des Alphorns. Denn diese langen Alphörner, die wir heute aus dem Fernsehen und aus dem Tourismus kennen, das sind Instrumente, die sind kaum 200 Jahre alt. Mhm. Ihre Vorläufer, die Hirtenhörner, sind Jahrtausende alt. Und das Instrument, könnte man mit einem Satz sagen, das Handy der Steinzeit. Ups, also damit hat man sich verständigt. Also es ist kein Ammenmärchen. Ich kenne das von den Schweizer Alphörnern, dass man da sagt, da hätten sich eben die Bauern oder eben die Alphornbläser untereinander verständigt. Das haben die Hirten auch schon so gemacht. Ja, das ist in der Tat so. Das war in der Hauptsache ein Signalinstrument. Das erklärt auch, warum die Instrumente relativ kurz sind. Denn kein intelligenter Hirte würde auf die Idee kommen, ein so großes, 3-4 Meter langes Instrument durchs Gebirge zu schleifen, wenn es so ein kurzes genauso tut. Aber Herr Schüssele, dann fragen wir uns doch, warum haben die Schweizer dann so ein langes Alphorn entwickelt? Aber das wollen wir jetzt nicht beantworten, diese Frage, sondern wir wollen mal hören, wie das so ist, wenn ein Hirte einen anderen Hirten ruft. Bitte schön. Sehr schön. Das klingt ja wirklich, also wenn Sie es so machen, fast wie eine Trompeten, ja, Trompetensolo oder und, sowas. Und klingt schon fast wie Musik, ne? Definitiv. Ja, ja, auf wie viele Töne können Sie zurückgreifen, wenn Sie schon sagen, es klingt fast wie Musik? Ja, das Instrument ist in der Tat sehr beschränkt. Böse Zungen behaupten auch, diese Beschränktheit träfe auch auf die Spieler zu. Aber da halte ich kenne Sie noch nicht so lange, ich kann das nicht beurteilen. Seien Sie froh. Dem halte ich immer entgegen. Auch in der Musik gilt der alte Satz: Der wahre Meister zeigt sich erst in der Beschränktheit. Und dieses Instrument ist in der Tat beschränkt auf die sogenannte Naturtonreihe, eine Reihe von Tönen, die von Natur aus auf jedem Rohr drauf liegt. Dabei gilt, je länger das Rohr, umso mehr Töne, also auf dem großen Alphorn kann man doppelt so viele Töne spielen. Und diese Töne liegen am Anfang sehr weit auseinander, kommen dann immer näher zusammen. Ein solches Hirtenhorn verwendet ungefähr 5 Naturtöne. Ja, demonstrieren Sie die mal. Und mit diesen 5 Tönen muss ich Signale spielen oder auch Musik machen, denn das Beispiel, was ich Ihnen jetzt gespielt habe, das war zwar ein Signal, aber schon ein musikalisches Signal, notiert von Leopold Mozart in seiner Sinfonia Pastorella für Hirtenhorn und Streichorchester. Also der Papa vom Wolfgang Amadeus. Genau, der Papa. Der hat was für Hirtenhörner geschrieben. Das war das erste Werk, was es gab für Alphorn, Hirtenhorn und sinfonische Musik. War damit auch quasi das Hirtenhorn auf den Altar gehoben der großen Musikinstrumente, der klassischen Musikinstrumente? Ja, das wurde sogar sehr oft auf den Altar gehoben, vor allem in der Weihnachtszeit, vor allem im 18. und 19. Jahrhundert gibt es eine ganze Reihe von Pastorellen, also von Weihnachtsmusik für Solisten, Chor, Orchester und dieses Hirtenhorn. Ah, ja. Interessanterweise in der Hauptsache aus dem böhmisch-mährischen Kreis entlang der Donau und interessanterweise kaum gibt es da etwas aus der Schweiz. Und ist das heute auch noch so, dass man so zur Weihnachtszeit gerade speziell das Hirtenhorn einsetzt? Da gibt es gerade eine sehr schöne Geschichte aus unserer Region, nämlich aus dem Schwarzwaldstädtchen Villingen. Aha. Das hier ist das Villinger Härterhorn, wie die Villinger sagen in ihrem Dialekt. Das Villinger Härtehorn. Und im Jahre 1765 wütete eine schlimme Viehpest im Schwarzwald. Die Villinger haben ein Gelöbnis abgelegt. Wenn sie diese Pest verschont, dann blasen sie in jeder heiligen Nacht das Härtehorn. Und sie hatten Glück. Heute noch erklingt in jeder heiligen Nacht, Schlag 24 Uhr auf dem Marktplatz, das Villinger Härtehorn. Wenn sie nichts zu tun haben, Heiligabend, Villingen, schau mal, ein also heißer Tipp. Dieses Jahr ist es ja eh vorbei, aber nächstes Jahr kann man mal gucken. Genau. Und wie klingt das dann? Also und vielleicht muss ich ja gar nicht hingehen, wenn ich es jetzt höre. Es klingt also so, sieht aus wie ein großes Alphorn, ist aber viel kleiner, klingt also viel heller. Und das Villinger Härtersignal.
Das klingt beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Aus was für einem Holz sind die eigentlich? Diese Instrumente werden meistens aus Fichtenholz gefertigt. Im Prinzip geht aber fast jedes Holz, also die Hirten haben genommen, was da war. Mhm. Zur Not auch ein Spazierstock. Zur Not, genau. Den möchte ich ganz am Schluss noch hören, Herr Schüssler. Der hört sich bestimmt auch nochmal anders an, oder? Jawohl, damit kann man wunderbar am Stock gehen. Aber auch aber Musik auch machen damit, wenn man genau, weiß wie. Wenn man zum Beispiel sich einer Gaststätte auf 700 Meter Höhe nähert. Ich habe also mit diesem Instrument schon sämtliche Höhengasthäuser zwischen 500 und 700 Meter erfolgreich bezwungen. Blase ich folgendes Signal und dann steht schon das erste Bier oder das erste Glas Milch da. Herr Schüssler, vielen herzlichen Dank. Das war das Signal zum Ende unserer Sendung. Das kommt genau gelegen, auf die Sekunde genau. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier bei uns und viel Spaß noch bitte. Mit Ihren Hirtenhörnern.